Was haben wir? Ich habe letztes Mal über Krieg, Unsinnigkeit von Krieg geredet, mache ich heute nicht. Aber ihr seht zum Beispiel oft, dass ich dieses Trompeterlippen langsamer ausatmen mache. Ich glaube, Ujjayi heißt es. Also der Ocean Sounding Breath ist das eigentlich. Und das machen wir auch, aber mehr so daoistisch. Also es gibt Pranayama im Yoga, habe ich auch gelernt. Feuer atmen mache ich nicht. Also jetzt nicht, mache ich auch ganz selten nur. Das ist mir zu starr, dieses Pranayama. Man kann das machen. Also das ist so unabhängig von dem hier, Pranayama, wer das sich angucken möchte und das mal durchexerzieren, gerne, macht das. Man lernt da viel von, weil es so extrem ist. Aber soweit ich eben weiß, gelesen habe, gehört habe und eigentlich auch bin, Dao ist, soweit ich das weiß, bin ich einer, weil ich öffentlich eben diese 5 Absichten erklärt habe als Buddhist, und das sind genau die gleichen wie in Dao ist. Also als Laien Dao ist, bin ich garantiert schon unterwegs, aber säkulär. Beim Daoismus geht das gar nicht anders, weil die zentralen Schriften noch gar nicht in Englisch noch nicht mal vorhanden sind. Die gibt es höchstens in Chinesisch und das kann ich leider noch nicht. Atemübung werde ich machen, einen Kurs. Habe ich quasi schon auf Englisch angefangen. Vielleicht nehme ich dieses Mini-Video auch schon als ersten. Also, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass wir vieles einfach nur geschehen lassen erstmal. Das hat auch einen tieferen Sinn, weil es sind halt unterbewusste Bewegungen, auch also nachher beim Bewegen, aber auch der Atem ist ja ein zu 99% am Tag unterbewusst ablaufende Geschichte. Also für einen Atemkurs in Richtung Qigong, Daoismus, ist das bestimmt der richtige Ansatz, erstmal wirklich die ersten paar Sessions einfach nur darauf zu achten, wie atme ich überhaupt? Körperwahrnehmung. Unser Nummer 1, Körperwahrnehmung. Nummer 2 ist Entspannung. Und Rain. Also überhaupt erstmal wahrnehmen. Wie atme ich überhaupt? Gibt es verschiedene Stimmungen, in denen ich verschieden atme und sowas? Atem an sich, auf Arte, ich weiß nicht, ob ich das verlinken kann, Arte-Video gibt es über Atem, das fand ich ganz nett. Also so Grundsätzlichkeiten über den Atem werde ich jetzt nicht erklären, weil es, also Arte und Dreisatz kann ich nicht toppen als Einzelmensch. Muss ich auch nicht. Warum soll man alles 53 Mal machen? Also, wirklich die ersten paar Male nur mitkriegen, wie atme ich überhaupt. Dann ein vollständiger Atem ist ungeheuer wichtig. So ein vollständig und langsam. Und wenn ich vollständig und langsam atme, benutze ich meine gesamte Lungenkapazität. Das ist was oft untergeht. Also man gewöhnt sich durch den ganzen Stress an, weiter oben zu atmen. Dann gibt es auch noch diesen Spruch, Brust raus, Bauch rein. Das ist genau verkehrt rum zu dem, wie ein Standardatem eigentlich sein sollte. Man sieht das in Naturfilmen ab und zu, von Naturvölkern, die einfach ganz locker ihren Bauch rauskommen lassen, wenn das nicht die Fehlernährung ist. Ja. Aber normalerweise ist wirklich Bauchatmung, wobei der Bauch, das Diaphragma, das Zwerchfell weitet sich und drückt die Gedärme etwas nach vorne. Also man atmet nicht in den Bauch anatomisch, aber man kann das so gut beschreiben. Man sieht es von außen so. Und dann nehmen wir noch den
Den Flaschenatem, der kommt aus dem Yoga, was nicht so getrennt ist von einem daoistischen Yoga. Also soweit ich das nachvollziehen kann, gab es da schon, sogar vor 2500 Jahren gab es da Austausch. Flaschenatmen, von unten, also erst den Bauch atmen, aber ohne Force, ohne Anstrengung. Easy, wirklich entspannt. Ja? Also nur, dass man erstmal die ersten paar Sessions weiß, Bauchatmung grundsätzlich wäre gut, in die Richtung geht es, wenn das jetzt nicht klappt. Man kann da ein bisschen mit rumspielen. Einfach mal richtig in den Bauch atmet, guckt, ob man mit dem Zwerchfell stützen kann und so. Aber nichts übertreiben. Wenn man merkt, es ist mir unangenehm, weglassen. Ja, einfach nur darauf achten, wie atme ich überhaupt. Wenn das aber funktioniert, dann kann man schon den Flaschenatem nehmen. Aber ich denke mal, das ist so, ab dem fünften, sechsten Mal geht das überhaupt los, dass man sich damit beschäftigt. Dass man wirklich von unten Bauchatmung, dann den Mittelbereich, Brustkasten und so ein bisschen nach oben beim Einatmen, dass man komplett füllt. Und dann von oben, Mitte nach unten ausatmen. Und das ist für die ersten 7, 8 Mal ist das genug. Also mach das langsam, ganz langsam. So am Anfang wirklich erstmal nur darauf achten, wie atme ich überhaupt. Und das über den Tag mal verteilt. So eine kleine Pause. Also so eine Mini-Andachtspause am Tag ist immer gut, um auch zu überprüfen. Also wir haben Körpererfahrung, habe ich gesagt. Ne? Das findet im Körper statt. Also muss ich meine Aufmerksamkeit dahin richten. Wie atme ich jetzt? Wir sind die, das habe ich im Englischen gesagt, wir sind nicht die sympathischen Leute. Wir sind die parasympathischen Leute, also Parasympathikus auf dem Weg zur Entspannung. Entspannung und Stillness. Das ist ziemlich wichtig. Und diese Entspannung kann man eben bei sich gut feststellen, indem man, wie gesagt, eine Pause am Tag macht. Die Frage, wie fühle ich mich jetzt, ohne eine Antwort, ohne eine Geschichte, gar nichts. Einfach die Frage, wie fühle ich mich jetzt? Und so eine Orientierungshilfe, ob man auf dem richtigen Weg für sich selber, wenn man das annimmt, ist die Frage, bin ich jetzt gelassen mit mir, mit dem, was mich umgibt? Bin ich freundlich mit mir? Mit allem, was mich umgibt, bin ich aufmerksam. Mit mir, mit allem, was mich umgibt, mit meinen Mitmenschen, mit allem. Und dieser Weg ist endlos. Also am Anfang, das merke ich auch immer wieder, weil das betrifft eben das ganze Leben, dass man wirklich aus diesem Film, den man sich selber als Drehbuch gibt, langsam aussteigt, einfach darauf achtet, wie atme ich jetzt? Für die, die das schon kennen, mit dem Flaschenatem, so ein bisschen die Erinnerungen zurückkommen lassen, wie er sich anfühlt. Gehört ja auch die Entscheidung dazu, sich überhaupt damit beschäftigen zu wollen. Und dann die Erfahrung, dass wenn ich jetzt so einen Flaschenatem mache, einen langsamen, vollständigen, dass ich merke, Mensch, das tut mir gut. Dann mache ich das auch nochmal. Also dann habe ich ein Interesse daran, da genauer hinzugucken und das zu üben. Ab und zu, easy, nichts übertreiben. Mach das ruhig. Also ich mache den jetzt so einen langsamen Ausatmen.
Macht ruhig weiter. Also dieser Termin, Sonnabend um 13 Uhr, live gestreamt, der geht das ganze Jahr, im Winter, im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und wieder im Winter. Geht immer weiter. Der Mittwoch auf Englisch, 13 Uhr, geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Um 14 Uhr real auf der Wiese. Geht immer weiter, im Winter, im Frühjahr, im Sommer und im Herbst. Und Mittwoch 17.30 Uhr auf dieser Wiese, aber erst ab Mai, wird es auch geben. Und zwar egal, ob der jetzt, also im Sommer wird der Sonnabendskurs manchmal gefördert, also ehrenamtsmäßig. Reicht bei Weitem nicht, besonders wenn man die Technik hier noch dazu nimmt, dann ist das, aber es ist wenigstens eine Anerkennung, ne? Ein bisschen.